Herzlich willkommen allen Freunde zurück zu Animal Crossing New Horizons. Leute, ich habe mittlerweile, ich glaube, das hatten wir schon im letzten Part, oder? Oder habe ich es da gar nicht erzählt? Ich habe jetzt hier solche Augen gemacht und so ein Make-up drauf. Wow, cool, ne? Ja, finde ich auch. So, Thomas hat uns was geschickt, cool. Zeig mal her, Thomas, was hast du da Schönes? Oh, da, ich finde das Wetter, das passt so gut zum Oktober. Hinweisskulptur. Was ist das denn? So, stellen wir einfach mal hier hin. Platzieren. Wie sieht's aus? Ist das Fake oder ist das nicht das Fake? Wir gucken gleich mal, ob das Fake ist oder nicht. Weil das gibt's eigentlich bei Rainer tatsächlich. Ich bin gespannt, ob das ein Fake ist oder ob es das Richtige ist. Oh, Assisa ist da. Hi! Salam, nenn mich Assisa. Ich bin bekannt bei allen, die die schönsten Teppiche suchen. Assisa bringt sie aus der Ferne Heimat, damit du deinen Grund und Boden damit verschönern kannst. Kleine Teppiche, große Teppiche und mittlere, alle habe ich. Nach dem Kauf siehst du sie. Und mehr noch, auch mysteriöse Böden und Tapeten gibt es bei Assisa. Ja, wir, Freund. Okay, eine Tapete bitte. Ja. Gib her. Ja, Leute, heute ist kein Uni. Deswegen konnte ich heute frisch aufnehmen, tatsächlich. Ist mal echt eine Abwechslung. Wir nennen es Studierzeit. Wir sollen es nämlich nicht frei nennen. Aber okay. So. Deswegen bin ich jetzt, liege ich noch schön gemütlich im Bett. Dann mache ich gleich die Aufgaben, die wir heute erledigen sollen. Und ja. So. Ja. Danke. Was haben wir denn? Fenstertapete und Sumpfboden. Och, die hatten wir beide schon. Okay. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier wieder auf die Suche nach den Kürbisrezepten. Weil, ne, der Oktober neigt sich schon wieder fast den Ende zu. Oh Gott, die wollen wir nicht stören. Die machen Picknick. Sehr schön. Wirklich schön. Ja, zur Zeit, was Serien betrifft, Leute. Ich schaue momentan The Boys. Natürlich, ne? Heute Folge 8 geschaut. Was, Folge 8? Ich glaube schon. Ich habe mich nämlich gewundert. Oh, es sind schon 8 Folgen. Wow. Dann ist die Staffel ja schon wieder fast zu Ende. Dann schaue ich La Valla. Die Folge kommt auch immer freitags auf Netflix. In der Folge geht... Ach ja, komm, gehen wir eben die Sachen ab. In der Folge geht es... In der Serie geht es um ein Land, wo eine Infektion ausgebrochen ist und die ganze Stadt kaum Strom hat, das ganze Land kaum Strom hat und deswegen wird das rationiert und dann wird eine Tochter entführt von dem Staat, um ein Gegenmittel gegen dieses Virus zu erschaffen. Ja, und so sucht dann eine Familie verzweifelt nach ihrem Kind, was in irgendeinen... Okay, das eine ist eine Fälschung. Okay. Na, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Das von Thomas war eine Fälschung, ne? Ja, okay. Schauen wir uns trotzdem das andere an. Oh. Kriegen wir eine Meile für Fälschung? Muss ich auch Fälschungen kaufen oder was? Ah, ne. Gibt's nur eine. Okay. Danke. Ja. Ich kann es gerade schlecht erklären. Sorry. Auf jeden Fall, die Familie ist geflüchtet. Als sie sich dann da in... Gott, ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt das war. Ich glaube, Wien. Nee, Wien war es nicht. Irgendeine Stadt. Mussten sie sich dann arbeitslos melden und sowas. Auch Kind eingeben. Und das Kind, das wurde dann in einem weiteren Raum gebracht. Und wurde dann von seinem Onkel, von ihrem Onkel getrennt. Und dann wurde sie einfach verschleppt von dem Staat. Mit der Begründung, ja, sie haben ja keine Arbeit, wir kümmern uns um ihr Kind. Das war die Begründung von denen und das sah der Vater natürlich nicht ein. Der hat sich schnell einen Job gesucht und jetzt versuchen sie stetig, das Kind wieder zu bekommen, irgendwie. Und währenddessen wird das Kind die ganze Zeit als Versuchsobjekt behandelt. Oh,
ist das schön mit dem Regen. Ja, so in der Art geht es um Lavalla. Erinnert ein bisschen an der Goldene Kompass und an Tribute von Panem. Goldener Kompass war da, wurden ja auch die Kinder entführt und die wurden ja dann da gedingst, ne? Abgeschnitten von der Seele des Tieres. So irgendwie. Oh, der hat einen heißen Kaffee, der Tom Nook. Habe ich sonst noch eine Serie? Ja, Absentia schaue ich zurzeit. Irgendwo habe ich nämlich gelesen, die Serie soll relativ gut sein. Es geht um eine FBI-Agentin, die einem Fall hinterher gejagt ist, die dann aber spurlos verschwunden ist und am Ende tot erklärt wurde. Ja, und dann taucht sie 6 Jahre später auf einmal wieder auf. Ihr Mann hat ein Kind, hat eine neue Frau. Und ja, sie suchen jetzt irgendwie noch den Mörder von denen. Und sie hat natürlich vieles vergessen. Sie weiß nicht wer. Oh, endlich die Vogelscheuche. Endlich. Endlich. Danke, Nepp und Schlepp. Oh, darauf habe ich ja gewartet, dass wir die endlich bekommen hier. Ja. Das da. Ah, ich hätte gerade schon... Oh Gott, ich bin so lost heute wieder. Ich hätte doch einfach diese Mühle jetzt endlich mal da mitnehmen können. Das Silo. Das mache ich jetzt. Oder wir gehen erstmal zum Kleiderladen, weil das näher dran ist. Weil das näher dran ist. So, zack, 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 zack. So, was haben wir denn hier heute Schönes? Hm? Irgendein schönes Kostüm, habe ich alles gesagt? Ah, nee. Also, Walking Dead World Beyond ist eine Spin-Off-Serie. Die schaue ich zurzeit auch. Kommt auch jeden Freitag eine neue Folge. Auf Amazon. Da geht es um, ich würde sagen, Teenager, die... Vielleicht sogar etwas jünger als Teenager. Ich weiß nicht, so 14, 15, 16-Jährige, die ums Überleben kämpfen. Beziehungsweise in der ersten Folge waren sie noch in ihrer Schule. Und jetzt brechen sie auf, um ihren Vater zu suchen. Ja. Das war das. Hier ist ja gar nichts Halloween-mäßiges, oder bin ich blind? Nee. Weg damit. Tschüss. Ja, Tina. Nichts dabei. Mein Gott, ey. Was bilden sie sich eigentlich ein? Ich weiß es nicht. Ja, sonst... Sonst, ja, Schamine startet Samstag, ist die Spin-Off-Serie von, Inuyasha. Das Kind von Kagome und Inuyasha. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe noch keine Folge davon gesehen. Ich muss noch bis morgen warten, weil ich mir Crunchyroll nicht holen möchte. Deswegen warte ich dann lieber auf die Gratis-Version. Schaue ich halt Werbung, aber naja, so schlimm ist das nicht. Hä? Wie bist du denn jetzt schon wieder hier hingekommen? Ne. Der zaubert, Leute. Der zaubert. Ach, wir wollten das Silo kaufen, ne? Guck mal, das hätte ich schon wieder fast vergessen. Weil ich immer noch die Flaschenpost suche. waren wir hier drin? Ne, ne? Bei Hennis waren wir, glaube ich, nicht. Denn hier muss auch noch irgendjemand an einer Workbench arbeiten. Oh, schauen wir mal. Aha, erwischt. Ja. Du trainierst halt so viel, deswegen wollte ich dich nicht besuchen. So, aber ich habe einen Bienenwabenboden. Ich weiß nicht, ob wir den haben. Aber cool. Oh, ich glaube ja. Okay, wir haben den schon. Naja, macht nichts, Hennis, ja? Du bist auch so ein cooler Dude. Und bitte lies über die Schweißtropfen hinweg. Die sind Teil der Anleitung. Ja, Kami, hahaha. Am 23. kommt, glaube ich, das, hier, Dingsi, ne? Gott, wie heißt es denn jetzt hier? Das Pokémon DLC, ne? Oder am 21.? Ich glaube, 23. Was sagt denn das Datum? Was ist denn der 23. für ein Tag? Freitag. Der 21. wäre Mittwoch. Normalerweise von Nintendo bin ich immer Donnerstag gewohnt.
Nur mal einlösen. So, jetzt haben wir endlich das Silo. Ich raste aus. Vielleicht sollte ich ja echt einmal alles kaufen. Damit wir auch alles haben. Ja, ja, was dann? Also, Dankeschön. Möchten Sie noch etwas auswählen? Nee, danke. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Die Kürbisse, die beachte ich überhaupt nicht mehr, Leute. Es tut mir leid. Die stehen da einfach noch herum. Das ist nämlich, oh, die wachsen doch schneller als gedacht. Und am Ende hat man so viele, dass man gar nicht mehr weiß, was man damit machen muss. Ich wollte noch gucken, für wie viel man die verkaufen kann, weil sonst... Naja, ich brauche eigentlich kein Geld, aber... Trotzdem, falls man irgendwann mal neu anfangen will oder so. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Aber ich will nicht neu anfangen. Nee, 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 nee. Ich fange bestimmt nicht neu an. Ich will ja den Winter jetzt endlich mal hier haben. Der schönste Monat in Animal Crossing ist auf jeden Fall der Winter. So, zeig her. Bitte, bitte ein Kürbisrezept, bitte. Was haben wir? Dschungeltapete haben wir schon? Ja, haben wir schon. Schade, heute nichts Neues, Leute. Naja, egal. Ich habe trotzdem schon mal ein paar Rezepte bekommen. Hier haben wir die Kürbisstehlampe zum Beispiel. Ich gehe mal hier hin. Hier. Die haben wir dann schon bekommen. 4 Stück haben wir. Ich glaube, es gibt 12. 12? Gibt es 12? Oder 8? Oder 7? Irgendwas davon auf jeden Fall. Irgendwas davon. Guck mal, ich muss schon wieder... Ach, guck mal, jetzt wachsen nur noch eine. Einer da drauf, wenn man die öfters erntet. Na, wir nehmen mal die andersfarbigen hier runter. Obwohl, ich kann gleich auch alle runternehmen. So, wir stellen jetzt als erstes das Silo hier hin. Ich überlege noch, ob... Ach so, wir müssen das ja erst craften, ne? Oh Gott. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. So, was brauchen wir denn für den Schmutzi hier? Nach oben, bitte. Da haben wir es. Eisen, Hart, Lehm, Stein. Eisen und Stein brauchen wir. Eisen und Stein. Okay, okay, dann laufen wir nochmal schnell zurück. Eisen und Stein. Oh, ich brauche die... Oh, egal, dann komme ich mit Eisen und Stein hier hin. Den Weg, den könnte ich ja eigentlich auch mal fertig machen, ne? Ja, mal gucken, die Tage. Während der Uni ist das ein bisschen problematisch mit der Zeit momentan bei mir. Sonst hätte ich hier auch schon viel, viel mehr gemacht mit der Insel. So, was haben wir denn jetzt hier? Stein und Eisen? Ne? Ich glaube schon. Oder was? Hartholz? Nee, Hartholz haben wir, glaube ich. Guck mal im Inventar. Hartholz haben wir. Super. Dann bauen wir jetzt das Silöschchen. Nice, nice, nice. Endlich haben wir es endlich mal. Ach, ich wollte es ja schon vor dem Oktober haben. Aber nee, nee. Ich habe es nicht geschafft. So. Achso, ich muss das ja craften. Oh Gott, bin ich fail heute. So, jetzt aber. Etwas herstellen. Genau, das Silo bitte. Zack, 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 zack. Sehr schön. Genug fürs Erste. Ja, ich würde schon sagen, dass wir es irgendwo hier hinstellen, aber ich weiß noch nicht wo. Oh Gott, wir haben echt kaum Platz. Ey. Ich muss auf jeden Fall mal wieder verkaufen gehen. Was ist denn, wenn wir es da hinstellen? Ist das blöd da oder ist das da in Ordnung? Ich weiß es nicht. Ich bräuchte halt noch Heuballen und sowas. Aber so wirklich Heu haben wir noch gar nicht, oder?
Hoi. Hier hätten wir ein Strohbett, okay. Unkraut. Das ist ein flacher Hut. Ja, Leute, dann überlege ich mir auf jeden Fall was für den nächsten Part. Was wir da dann machen könnten. Also, so einen großen Heuhaufen hätte ich mir schon gewünscht. Ja, mal schauen, Leute. Kann man den auch anmachen? Nee. Ah, man kann den auch drehen. Ja, lassen wir mal so. Das Haus finde ich ganz niedlich. Okay, Leute. Das war's dann mit Animal Crossing für heute. Wir sehen uns dann am Montag wieder zu Animal Crossing. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.